ernte gerade mal ein paar Leaves, bin schon wieder bei 100. Eigentlich mache ich das, damit ich... Ich finde das mega anstrengend. Ist natürlich auch logisch, aber ich finde es anstrengend, dass jedes Mal wieder alles so komplett zuwächst, wenn du neu lädst, dass du erstmal alles kaputt machen musst wieder. So. Jetzt muss ich gucken, welche Bäume lasse ich da? Hier würde ich jetzt einen da lassen, dann würde ich den dicken nehmen, oder den dicken hier. Da kann ich mal eventuell gleich mal... Custom Buildings. Click to Blaze. Dann kann ich gleich mal hier so eine Plattform anbringen an den Baum. Oder an den Baum. Oder vielleicht auch einfach den Baum. Ah, an dem Baum. Weil ich bei der Plattform sinnlos finde, ist, dass man die nicht drehen kann. Nee, es wurde ja angezeigt, aber du kannst das nicht. Fall! Alter, der müsste doch 100 Loks geben hier, so fett wie das Vieh ist. Das ist doch bestimmt Big Daddy oder sowas. What the fuck? Ich habe herausgefunden, dass die Bäume ohne Blätter unten 5 Stängel geben und die mit die halt die von unten bis oben grün sind, geben halt 4 nur. Zumindest nehme ich das an. Ich glaube, dass es so ist. Ich will daran glauben können. Dann glaube. Glaube, mein Sohn. Was? Oh, ich habe mir jetzt letzten 2 Tage so viele Videos wieder reingezogen von Let's Playern und was weiß ich nicht und so. Ich will die ganze Zeit darüber berichten, weil ich das so spannend finde, was manchmal so Videos. Le Floyd zum Beispiel habe ich mir erstmal bestimmt 10 Videos reingezogen, weil ich gar keine Zeit dazu hatte, das zu machen. Ich guck mir immer seine Daily News da an, die er hat da. Ja. Interessante Sache. USA hat Laserwaffen mittlerweile schon. Und ich habe mir ja... Ich hab mir ja das Interview angeguckt, ne? Mhm. Krasser Film. Also, spiegelt echt gut die... Was echt gedacht am Anfang so... gut, ich will es nicht spoilern. Also, wer gerne wüsste, wie geschickt man Verrat übertäupeln kann, der sollte sich den Film angucken. Ich habe, glaube ich, die Hälfte des Films geglaubt, was mir vorgespielt wurde, muss ich gestehen. Und erst in der Mitte des Films habe ich mitbekommen, dass es dann doch nicht so ist. Also... Naja, ist ja... Gerade in der heutigen Zeit kannst du vieles ja recht vertuschen. War krass. Und ist auf jeden Fall für einige Lacher gut gewesen. Ein kleiner Spoiler, wer jetzt den nicht hören will, der muss kurz weghören. Put the thing in your ass. You must do it. Das war alles, was ich dazu sage. Oh Mann. So. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, in welchem Zusammenhang das gesagt wurde. Das willst du echt nicht wissen? Oh mein Gott. Na gut. Oh, Lurch. Muah. Ist schon geil, wenn du an einem Baum rumkrabbelst, ne? Und in dem Moment krabbelt der Lurch auf den Baum hoch und denkt, yeah, ich komm da durch. Ich bin so schnell, ich entrinne der Speed-Axt. Und wird natürlich aufgespießt. Standardmäßig. Nee, bei mir sind so viele Leute hier. Ich brauche da eigentlich gar keine Angst, wir haben, dass ich hier verhungere, weil... Dass du verlorchst? Ja, ich hab mega viele Lorche, ich hab mega viele Hasen, ich hab Fische, ich hab Rehe, ich hab alles hier. Wir sind auf der Seite fast fertig, das heißt auf der Seite sollten theoretisch, theoretisch, wer mag ihn nicht, nichts mehr, Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Fallen reinrammel, dann machst du das nämlich auch. Du kannst an deinen eigenen Fallen sterben. Ich denke. Also mir wird auf jeden Fall, wenn ich näher komme, angezeigt Totenkopf. Deswegen dachte ich mir, Totenkopf ist jetzt nicht unbedingt das Sinnbild für Freundlichkeit und Humor, nicht in die Falle rennen. Weißt du wie? Klingt plausibel, ja. Das waren auf jeden Fall eingeborenen Schreie.
Ich will jetzt... Ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, wo die herkamen. Ich will nur nicht, dass sie hierher kommen. Ich will jetzt eigentlich auch nicht voreilige Schlüsse ziehen hier, aber... Ich zünd mal meine Effigies an hier. Die sollen ja theoretisch die Eingeborenen fernhalten. Würde mich auch fernhalten, wenn da einer meiner Freunde aufgespießt, angebrannt an einem Stock hängen würde. Muss ich gestehen, würde mich auch fernhalten, aber... Mhm. Oder habe ich auch einen ganz, ganz großen habe ich hier. Ja, ich habe auch den... Das eh schon verlassene. Ich habe auch das ganz große und das ganz kleine. Ich habe das ganz große vor das eh schon verlassene Barbarendorf oder Einwohnerdorf hier hingebaut. Die sind nicht verlassen, kann ich dir gleich sagen. Die spawnen da. Achso, in den Würfern ja, spawnen die. Ganz Zeit nicht. Naja, wahrscheinlich doch alles richtig gemacht. Ich kriege hier jedes Mal einen halben Herz, Kasper, wenn hier in der Ferne unseren scheiß Koffer hochfliegt, ey. Ich habe gerade Herzkaffee. Ich habe jetzt diesen ganzen Wald, der hier war, komplett weggerodet. Das heißt, hier ist auf der Lichtung jetzt komplett hell und so. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, zu nah in den Wald reinzugehen, weil der Wald ist jetzt bestimmt schon 100 Meter von der Base entfernt. Und ist halt auch dunkel da drinnen, ne? Deswegen, wenn du da dreimal bist, da brauchst du eine Weile, bis du bei der Base bist, falls es Stress geben sollte. Aber wir haben ja momentan noch ein bisschen Lizard-Skin, merke ich gerade. Dann kann ich mir mal ganz kurz... wieder welche machen. Zwei Stück kann ich mal machen, dann bin ich auch nicht so schnell sichtbar, das ist sehr gut. Einen kann ich aber nur anlegen. So. Da habe ich gerade irgendwas am Boden rumkriechen sehen. Wenn mich mein Verstand nicht täuscht, war es Lorch. Mac Lorch. Da ist McRae. Hier sind auf jeden Fall Eingeborene. Ich sehe sie nicht, aber hier sind auf jeden Fall welche. Also, deutlicher kann man sich nicht ankündigen, würde ich sagen. Außer mit... So haben sie sich gerade angekündigt. So. Fix was gegessen. Jetzt geht's weiter hier an die Rodung. Du kannst die Fallen... Ach! Die Fallen... kann man nach hinten klappen. Aber irgendwie geht das bei einigen nicht. Also die Fallen klappt man nach hinten. Und dann rennt höchstwahrscheinlich was rein. Ich renne da jetzt nicht rein. Und dann stirbt das Vieh daran. Problem, was ich jetzt gerade habe, ich habe das Ding in meine Base reingeklappt. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich da was gegen den Kopf krieg. Komme ich durch meine eigene Tür. Man soll ja auch irgendwie an den Mauern hochspringen können, die man selber baut. Habe ich gelesen. Klappt aber irgendwie nicht. Ich habe irgendwo mal... Ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau war. Vorbei oder drüber scrollen gelesen, dass wenn man ganz schnell Leertaste drückt, dass man dann auch Bäume hochklettern kann. Ja, das mache ich auch immer. Dann kannst du nämlich auch die Fallrichtung der Bäume bestimmen. Ach so? Naja. Ich guck gerade. Also du fällst hin, dann kletterst du hoch, oder was? Ja, genau, dann kletter ich hoch und dann fällt er dahin, wo ich ihn hindrücke halt. Wir essen mal einen Lorch und ich häng mal wieder... Ich häng mal wieder neue Lorche auf. Ich guck ständig nicht in die Kamera. Es tut mir sehr leid für alle, die jetzt mein hübsches Gesicht der Kamera erwarten. Wahrscheinlich niemand. Reh kann man nicht aufhängen. Nein, Reh, du kannst nur Kaninchen und Eidechsen aufhängen. Alles andere fällt durch. Gut, wenn er noch überlegt, was ich jetzt noch craften kann. Ich glaube, so viele gibt es gar nicht, was ich craften könnte. Da ist gerade irgendwas gerannt. Ich traue mich jetzt nicht mehr raus, weil diese Viecher so laut geschrien haben hier. Und ich nicht weiß, ob es natürlich sicher ist. Ich nehme jetzt mein Lockslied mit. Hast du etwa Angst? Eigentlich ist Angst unbegründet durch die geilen Waffen, die ich mittlerweile habe, aber ein bisschen schon, ja, muss man gestehen, also... Ganz wohl ist also nicht bei der Sache. Wow.
Hier sind das mal übelst viele von diesen Sticky-Bäumen nachgewachsen. Hier stellen wir... Es wird auch so krass dunkel, wenn du in den Wald reingehst einfach. So, dann fange ich mal an, hier im Wald wieder ein bisschen was zu fällen. Dann kriegt man den Hügel vielleicht auch noch leer. Fände ich schon schön, wenn der ganze Hügel sonnenbefüllt wäre. Das würde mir ein doch recht sicheres Gefühl geben. Wenn ich diese komischen schwarzen Viecher, auch Kannibalen genannt, hier ein bisschen früher sehe. Übrigens, weiß ich nicht, was ich gerade sagen wollte. Übrigens, gut, macht sich immer ganz gut, wenn man vergisst, was man sagen will. Vor allem innerhalb von 2 Sekunden, ne? Übrigens, und dann war's weg. War also anscheinend nicht wirklich wichtig. Naja. Oh, das fällt dir wieder ein. Das ist so eine behinderte Aussicht. Wenn du vor dem Baum stehst, ist das bei deinem halben Sichtfeld verbillert da. Du siehst gar nichts von dem Barbaren, falls der ankommen sollte. Dann würde ich den mal fällen. Fällsteller, du Stück! So, der nächste. Ich habe überhaupt nicht geachtet, wo der Baum lang fällt. Der hätte mir voll auf den Kopf fallen können. Ist uns ja schon passiert. Ich erinnere an Folge 4, die heute rauskam, wo uns der Baum auf den Kopf gefallen ist und dann hinter uns ein Barbar. Vor allen Dingen, der Barbar, der hat sich durch 5000 Mal Blink-Bloing angekündigt, dass er hinter uns ist und ich hab's nicht gerafft, ne? Und dann irgendwann wundere ich mich, hey, wieso ist der Barbar denn? Kenn ich ja, aber geht mir auch öfters mal so. Oder was jetzt öfters, also wenn die vorbeikommen, wartet die erstmal gar nicht, bis sie neben mir stehen. Ich muss sagen, also ich brauche sie nicht mal beachten. Ich habe 4 Lurche auf mir drauf oder 5, weiß gar nicht, ob das 4 oder 5 sind. Ich habe 4 oder 5 Lurche auf mir drauf. Ich habe ja, hier einen Baum hochklettern und da hinschieben. Ich habe 4 oder 5 Lurche auf mir drauf. Ich habe eine Axt mit 20 Zehen. Was will ich denn bitte mehr? Also, ja. Ich weiß mittlerweile auch die Routen, also ich weiß, wo die langlaufen. So ist es nicht. Ich weiß ungefähr, wo die langlaufen, die großen Routen der Einwohner. Von daher bin ich ganz gut vorbereitet eigentlich schon. Also dieses, wenn du ein Spiel, wenn du ein Spiel länger spielst, irgendwann weißt du halt alles. Das ist das, was meistens solche Spiele ruiniert. Müsste echt mehr random eingebaut sein. Das ist halt wie bei Minecraft so ein zufälliges Spawn-System, wo die ganze Insel herrscht. Da krabbelt gerade ein Leguan einen Baum hoch, der gar nicht mehr da ist. Darf ich vorstellen? Super Leguan. Was? Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt irgendwo hochkrabbeln. Doch, doch, die krabbeln ja manchmal Bäume hoch. Und dann hast du ja manchmal das Phänomen, dass wenn du gerade auf Baum so aufschlägst, hörst du ein Fleischgeräusch. Und dann so, ah, Lego hat einen Baum hochgekrabbelt. Alles klar. Und der Baum ist gerade gar nicht umgefallen. Der ist einfach stehen geblieben und ist in 1000 Teile zersprungen. Hm. Ist doch auch sehr gut. Und ich würde sagen, ich habe jetzt hier definitiv... Also mindestens... Lass mich lügen. 20 Baumstämme hier rumliegen? Das reicht erstmal für eine Weile, würde ich behaupten. Dann gucke ich mal, ob ich den Baumstamm da noch mitnehmen kann. Keine Ahnung. Irgendwie sind die Geräusche, ich hatte die Geräusche auch so laut eingestellt auf meinen Kopfhörer, dass ich wirklich, wenn so ein Geräusch kommt, dann geht's echt in your face. Okay. Jetzt ist das fertig. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier fertig. Ne, siehst du? Ich würde jetzt gerne die Randbereiche fertig machen erstmal, damit ich mir sicher sein kann, okay, am Rand kommt nichts mehr durch. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, weil unsere Behausung sieht doch recht experimentell aus, muss ich gestehen. Vor allem unsere fliegende Schwebetür hier ist natürlich ein Zeichen des Experimentalismus. Experimentalismus. Doch, ist ja jetzt sehr schön ausgedrückt. Wird auch groß geschrieben, das Wort. Oh mein Gott. Was ich gerade entdeckt habe, gibt es manchmal so Schlammpfützen. Schlammpfützen? Kannst du dich mit so Schlammpfützen einreiben? Die bringe ich mal auf der Tarnung. Ich bin selten im Wald unterwegs momentan, muss ich gestehen. Der kleine Schissi Mac Schiss Forts hat da so ein bisschen Angst, weißt du? So.
Die Steuerung der Schlitten ist auch sehr seltsam, wenn man rückwärts fährt, muss ich gestehen. Vorwärts geht's gerade so, aber rückwärts ist dann doch irgendwie befremdlich. Aber... ja. Aber ja. Aber ja. Die ganzen Bäume, die hier überall neu wachsen, die stören mein Karma, muss ich gestehen. Dein Karma, dein so groß vorhandenes Karma. Mein baumspirituelles Fällungskarma-Dings gedröhnt. Man merkt, ich kenne mich aus. Sprichst auch sehr gutes Deutsch. Ne? Gut Deutsch. Bin ich gerade irgendwie. Ich glaube, ich werde mir mal Folgendes machen. Ich habe ja unten haben wir ja so eine kleine Plattform. Haben wir ja so ein kleines Lager für Holzstämme. Ich glaube, ich werde mir mal hier ein paar Stickholder einbauen. Aus dem einfachen Grund, dass ja Sticks immer nachwachsen. Bäume nicht, aber Sticks. Das heißt, wenn man einen Stickholder da anbaut, wo viele Bäume, also wo viele Stickbäume wachsen, dann kann man theoretisch immer wieder hingehen und kann immer wieder die Sticks mitnehmen und da reinpacken. Und irgendwann, wenn man es braucht, geht man einfach hin und holt sich welche. Bäume wachsen nicht nach. Bäume wachsen nicht nach, also momentan nicht in der momentanen Version. Aber Stickies wachsen nach. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein paar Blaubeeren usen. Toll. Die Welt, den ich hier gerade abrode, besteht zur Hälfte aus diesen Stickbüschen. Also aus den Stickbäumen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Der aus den schmalen Bäumen halt einfach. Ja, toll. Was toll. Ja, ne, ich würde das echt komplett weg haben. Dass ich dann. Jetzt die Stickbäume wachsen nach. Ja, irgendwie so ein. Ja, deswegen, das ist gerade irgendwie ein bisschen. Immer wenn du neu lädst, sind die wieder da. Da hat der Rufe wieder was gelernt, Kinder. Heute haben wir die Wolke eine wichtige Lektion erteilt. Ja, das war wirklich gar nicht mal so schlecht jetzt. Zwar nicht besonders erfreulich, aber... nicht schlecht. Ich habe wieder die Scheißaxt gerade. Die sogenannte Scheißaxt. So. Übrigens, ach ja, was ich auch noch sagen wollte. Weißt du, was der Unterschied, der größte Unterschied zwischen der Steinaxt und der Anfangsaxt ist? Nee. Die Steinaxt ist leiser. So? Die musst mal ausprobieren, oh, beide. Pixel, Mann. Dann wirst du merken, die Steinaxt macht weniger Lärm. Und Lärm habe ich mir gedacht. Denke ich mir zumindest. Ja, also. Es ging die Viecher auch nicht so schlecht. Oh. Genau, macht weniger Lärm. Dann kommen die nicht irgendwie so. Also was mir aufgefallen ist, dass die, zumindest kommst du so vor, wesentlich effizienter ist als die Anfangsaxt. Ich finde die schneller. Effizienter nicht, Schläge habe ich gesagt, habe ich gezählt, machen sie beide gleich viele. Aber sie geht meiner Meinung nach schneller. Naja, also ist ja praktisch irgendwo effizienter. Nein, nein, das ist was anderes. Sehe ich nicht ein. So nicht, Freundchen, so haben wir nicht gewettet. Dann würde ich sagen, wenn das so der Stickhorst von uns ist, das ist ja so. Du bist bestimmt im rechten Wald gerade, gell, der komplett aus Sticks eigentlich nur besteht. Na, nee. Das ist praktisch, wenn du an dem See mit dem Ruderboot bist, der ist doch so ein kleiner, wenn du dann Richtung, ich sag mal, Meer gehst, hast du auf der linken Seite so ein Waldabschnitt, da sind ganz viele Stickbäume. Na, sag ich doch. Ich sehe, wenn ich sage links oder rechts, sehe ich, du hast doch hinter diesen großen Berg mit dem zwei Kuppen, ne? In der Ferne da. Jo. Wenn du dich mit dem Rücken zu dem Berg drehst, das meine ich mit links. Ach so. Ach so. Weil wir sind an derselben Stelle, wer das noch nicht mitbekommen habe, ich in der Wolke, wir haben an derselben Stelle unser Lager aufgeschlagen. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so ein... Weiß nicht, ob das ist das Hunting Shelter jetzt eigentlich besser als das Temporary Shelter oder gibt es irgendwie Unterschiede da? Weiß ich nicht, ich glaube besser als die beiden Dinge sind dann halt nur die Höhe.
Hütten und besser als die Hütten sind dann nur die Baumhäuser. Ja klar, aber gibt's Unterschiede, das ist die Frage. So, wir schlafen mal die Nacht durch. Wir haben die Nacht durchgeschlafen, super, das heißt, es sind also keine Barbaren in der Nähe. Ich will ständig was allen sagen, Alter. Und nein, ich habe schon seit mindestens einer Woche kein League of Legends mehr gespielt, das daran kann sich liegen. Oha, was sind da los? Naja, ich sag mal so, also einerseits bin ich jetzt Bronze 1 gestuft worden wieder. Das war ein bisschen demotivierend. Dann habe ich ja hier so schlechtes Internet, dass ich meistens in den Spielen nur lecke. Auch das war sehr demotivierend. Und... Achso, ich dachte, du hast jetzt einigermaßen gutes Internet, war. Ja, aber für das Spiel reicht trotzdem nicht. Ja, und alles im allen habe ich mir dann gesagt, okay, dann, ja, weniger League of Legends halt. Ist aber ganz gut, weil ich muss sagen, durch League of Legends habe ich echt eine Menge Gaming-Zeit verloren. Auch an dich, lieber Zuschauer. League of Legends hat mich halt eine Menge Zeit gekostet, dadurch konnte ich weniger Let's Playen und so. War halt viel frei, es war halt ein freizeitlastiges Spiel. Und jetzt sieht man ja, ich habe viele Let's Plays momentan und die laufen alle vier gleichzeitig. Und da habe ich zwar ein paar Probleme mit dem Hochladen, aber pff, vier Let's Plays. Bitch. Und das eine hat sogar 30 bis 40 Minuten. Und da ich momentan noch 10 Folgen von dem Let's Play habe, wird dieses wahrscheinlich sogar mehr haben. Wird wahrscheinlich 50 Minuten Folgen, habe ich mir gedacht. Ich wollte es nicht übertreiben, deswegen dachte ich mir, naja, eine Stunde ist zu viel, nämlich 50 Minuten. Das kommt ein bisschen seriöser, weißt du wie? Am Ende denken die Zuschauer noch, ich mache das für sie, deswegen, also, das kann ich nicht machen, weißt du? Nee, also, so nicht, ne? Am Ende heißt es doch hier, der Nevergeist, der tut uns was Gutes. Pff. Denkst du dir? Abfahrt. Abfahrt. Cool, das sind wir auf der Seite fertig mit dem Zaun, das gefällt mir. Diese seltsame Wagensteuerung, ich finde das total strange. Hast du auch manchmal, wenn du neben deinen Wagen stehst, dass der automatisch die nächsten Sticks drauflädt? Die nächsten Stöcker? Wenn du neben dem Gebäude stehst, das du gerade bauen möchtest. Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber nicht, wenn du neben dem Wagen stehst und Stämme einsammeln willst, das habe ich nämlich auch schon gehabt. Dann lädt er dir immer den zweiten Stamm gleich mit drauf und du musst wegen einem Stamm immer zurückrennen. Das war dann wieder sehr nett. Ich hab's nur manchmal, dass es den einen irgendwie nicht draufpackt und das hab ich, auch ich den die ganze Zeit auf dem Arm hab. Ach so? Nee, das habe ich noch nicht gehabt. Jetzt hab ich die laute Axt. Der wechselt auch immer auf die laute Axt, ne? Ich würde die am liebsten wegschmeißen, weil die bringt ja nichts. Ich nehme ja eh nur die Steinaxt und die Schädelkeule. Huch. Ich hätte halt gern die andere Steinaxt noch gehabt, aber jetzt wo ich weiß, dass da Haie sind, gehe ich da bestimmt nicht nochmal hin, das kannst du vergessen. Da hole ich mir lieber die andere, ist doch... Ich bin so blöd! Ich bin an der anderen Axt noch vorbeigelaufen. Baut mir doch einfach ein Boot. Nee, ich bin da in den See gesprungen, um die Axt zu haben, ne? Aber ich habe doch in Folge 3 oder 4 festgestellt, dass da in der Nähe, wo ich war, auch noch eine andere Axt ist, die auf dem Land ist. Warum bin ich dann in Wasser gesprungen? Fragen über Fragen. Wir brauchen auch 19 Sticks dann, um die letzten Fallen, die wir gebaut haben, zu fertigen. Aber ich habe gerade festgestellt, also die Fallen muss man nach unten schnappen. Ich hoffe aber, dass die Fallen trotzdem funktionieren, auch wenn sie nicht nach unten geschnappt sind. Du kannst ruhig langsam, danke. Wenn dich... Oh, ich habe Besuch. Oha. Wir sind gerade auch zwei Eingeborene hier irgendwo lang gerannt. Was, bei dir auch? Habe ich gerade in der Ferne gesehen. Ich habe auch zwei. Ist das vielleicht ein Zufall? Ich... Ist das ein Zufall, habe ich gefragt! Ja, wie die hier auch rumrennen, ey. Die sind ja für Highspeed-mäßig unterwegs hier. Ich habe dich gefragt, ob es Zufall ist! Sag mir, ob es Zufall... Wow. Nein, das ist ein... Ich habe die Barbaren gerade gefragt. Dahinter.
Ich hab mit den Barbaren gesprochen. Die also mir freundlicherweise gerade. Ich sehe sie gerade nicht. Das sind übrigens sehr nette Barbaren. Ein bisschen. Ja, ich hab meine schon getötet. Das sind übrigens sehr nette Barbaren, die meinten gerade hier, nimm dir ruhig 10 und so, brauche ich gerade nicht. Nimm dir, gönn dir. Und da dachte ich mir. Naja, ich stand gerade im Wald und da in der Nähe von meiner neu errichteten Hütte sind die da gerade rumgerannt. Deswegen. So macht man das. Und da haben wir unsere 14, 9, 6. Oh, Lurch! 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 Geil. Haben sie mir einfach mal wieder 14 Zähne gegeben. Finde ich gut. Finde ich sehr sozial von dem Barbaren. Muss ich gestehen. Läuft doch. Ich hoffe, ich gucke echt selten in die Kamera. Es ist ungewohnt für mich, weil ich, wie gesagt, ich mache selten Kamera aus dem einfachen Grund, da ich immer Angst habe, dass ich zeitlich nicht packe. Weil mit Kamera natürlich Videos machen ist natürlich noch ein bisschen aufwendiger. Und ja, deswegen. Denke ich dann immer, ich schaff's nicht und deswegen mache ich Kamera meistens nicht. Zudem finde ich nicht, dass ich besonders fotogen bin. Toll. Ihr merkt, ich habe auch eine Mütze auf. Das liegt daran, dass ich wieder ellenlange Haare habe und mir dachte, die jetzt für den Stream irgendwie mit 1000 Tonnen Kleidgel zu befestigen, dann doch lieber auf einen ersten Stream und zweiten Kleidgel. What the fuck? Läuft bei dir. Alter, ich habe jetzt hier zwei Lockshelter voll. Haben wir aber mal noch einen? Keine Ahnung. Reich ist nur der, der übertreibt. Ist keine Lebensweisheit, habe ich jetzt erfunden. So. Und dann widme ich mich dann dem Baum, den ich gerade beschlagen hatte, als ich merkte, dass hinter mir sich seltsam schwarze Gestalten herumtümmelten. Und ja, deswegen. Aber was lustig ist, als ich gerade gestorben bin, stand da, ich habe schon 16 Tage überlebt. Das ist ja nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich jetzt hier schon am Überleben bin. Und da ich ja nicht gestorben bin. Also, ich bin gestorben, aber von den Toten wieder auferwacht. Kennt man ja. Standardmäßig. Mach ich immer so. Auch zum Frühstück. Was? So, wenn wir jetzt mal ein bisschen was abfällen. Ich würde gerne innerhalb der nächsten, sagen wir mal, innerhalb dieser Folge würde ich gerne noch den Wald zu Ende bekommen. Wo fällt der hin? Darüber, das soll mich nicht stören. Ja, zerfällt er gleich in 1000 Einzelteile und ne, macht er nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hey, lasst uns Beeren essen. Ich habe keine Beeren mehr. Okay, wir müssen dann gleich mal zurück, habe ich das Gefühl. Ich gehe gleich mal zurück. Ja, ich auch. Wir haben nämlich keine Bären mehr und... Wo ist mein Glied? Ach, da drüben. Mein flotter Schlitten hier mit seinen 200 km/h hat. Los! Pack schnell die Baumstämme drauf, du Idiot! Lurchi! Bitte lächeln! Da ist doch schon wieder ein Geborener. Wo kommen die alle her? Zwei sogar. Ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Scheiße. Jetzt kannst du kommen. Mehr los! Gib's dir! Boah, die haben mir die ganze Rüstung kaputt gemacht. Alter! Die hat mich fast gekillt! Wer? Der Barbar! Stirb! Hat er mir einfach mal alle Lurchdinger kaputt gemacht und mich fast gekillt noch dabei. Krass. Habe ich noch Lurch? Ah, oh, ich habe noch welche. Sehr schön.
Und ich kann mir noch welche craften. Oh, danke. Danke den Lurchen. Lurch sei mit dir. Und ich habe genug Lurch, um mir, glaube ich, komplett nochmal neu zu craften. So. Ich weiß nicht, an was du glaubst. Aber ich glaube an meiner, auf meiner Kopfkeule da, wie jetzt auch irgendwas, paar 50 Zähne. Alter. Die waren irgendwie zu zweit und... Keine Ahnung, ich war überfordert. Ich wollte ja... Wow! Shit, man. Bin ich... Komme ich aus dem Inventar raus hier, gell? Hab ich hier gerade das alles noch mal ein bisschen gecraftet und so... Steht da und so ein hässliches Vieh hier neben mir. LOL! Ruben! Ich hab den Höhleneingang gefunden! Genau an unserer Base ist der Höhleneingang! Welcher Höhleneingang? Der zur unterirdischen Welt, es gibt doch eine unterirdische Welt hier. What the fuck, ich hab mich gewundert, wo die alle herkommen, die kommen aus der Höhle. Wenn du, wie gesagt, vom Berg aus gesehen, links in den Wald gehst, da ist da dieser Hügel, wo so einem kleiner, ich tu dich gleich anweisen, okay? Muss mich nicht abwaschen. Ja, mach in Ruhe. Hey, hier war noch gerade blauer Bären. Ich hab den Eingang zur Höhle gefunden, wie geil. Den feier ich gerade. Die esse ich bestimmt nicht. Ich muss nur schnell mir einen Lurch reinbamsen, weil ich gerade kaum noch Ausdauer habe. Und dann tue ich schnell noch neue Lurche aufhängen. So. Okay. Wenn du jetzt am... ich guck mir gerade meine gute Position aus. Sag mal, du bist jetzt da, wenn, also wenn du, wenn du an dem Ufer bist, wo das Boot ist, ne? Da, an dem Steinufer, was so oben ist. Und da zu den ersten Bäumen gehst, gell? Auf der linken Seite. Ja, warte, ich bin gerade im Wald was abrunden, ich muss das gleich machen. Achso, okay. Ich will da aber ehrlich gesagt auch noch nicht rein, also nicht wundern, dass ich da jetzt nicht reingehe. Wieso ist der Wagen da oben jetzt? Der war doch gerade hier. Da ist da einfach mal der Höhleneingang. Ich glaub's nicht. Ich dachte, der ist irgendwo tief im Wald. Nee, da ist der einfach mal hier. Ich bin gespannt, was da jetzt sich ergibt. Ich weiß nicht, ob die uns eventuell hören und deswegen jetzt alle auftauchen hier, weil wir genau über der Höhle halt die Bäume abfällen. Könnte ja sein, dass die uns deswegen jetzt gerade hören und dann rauskommen aus der Höhle. Wäre eine logische Erklärung, wa? Also, das hat mich jetzt echt geflasht, dass ich die gesehen habe, die Höhle. Mal aus dem Wagen voll. Nehmen wir noch zwei Stöcklis in die Hand. Wenn ich die finde. Ach da. Weil ich möchte ehrlich gesagt ungern lange mit vollgepackten Händen in der Nähe von der Höhle sein, weil ich weiß nicht, weiß, dass das Problem an der Sache gerade ist. Lieber Wolke. Wolke? Hm? Also das Problem an der Sache ist, in der Höhle gibt es die sogenannten Spinnenmutanten. Und die, wenn die, und die, wenn die rauskommen, machen uns echte Probleme. Ich kann nicht sehen, wo ich langfahre. Das ist so behindert, Träger mit dem Schlitten. Weil die können alles zerstören, was du baust. Oh. Ja, eine Bombe. Einfach da eine Bombe. Ja klar, aber die Frage ist, hast du die Bombenmaterialien? Ich habe zum Beispiel nicht alle Bombenmaterialien, glaube ich. Na, du findest...
zwei nötige Platinen am Flugzeug. Die Uhren findest du eigentlich in fast jedem zweiten Koffer. Ja, die habe ich auch. Uhren, Platinen. Warte, Moment. Uhren. Platine habe ich, glaube ich, gerade... Doch, Platine habe ich. Uhr, Platine. Was war es noch? Ich hatte noch ein... Eine Münze brauchst du, aber den Rest habe ich nicht. Es fehlt noch eine Zutat, die habe ich nicht. Hm. Ja, den Molotow. Cocktail und Stoff. Nope, der funktioniert nicht. Hm. Bomb timed. Stoff geht nicht. Bären geht nicht. Flair geht nicht. Rock geht nicht. Seil geht nicht. Alkohol! Lol. Das war echt schwer. Okay, gut, wir brauchen Alkohol noch. Dann tue ich mir mal ein paar Bomben craften, würde ich sagen. Super, wir haben Bomben. Lol. Okay. Finde ich gut. Jetzt müssen wir die Bomben gehen. Mich reizt es ja schon, da reinzugehen in die Höhle, ne? Wir haben jetzt auch eine gute... durch. Ich trage jetzt mal die beiden Baumstämme noch zu uns. Dann würde ich mir noch einen Lurch gönnen. Oder einen Hasen, je nachdem, worauf ich gerade Gelüste hätte. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal in die Höhle rein. Vorher speichere ich nochmal, falls wir sterben sollten, dass ich dann einfach mal wagemutig den Spielstand neu laden kann. Flupp, Burg essen. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts, können wir öffnen. Hier ist nichts, können wir öffnen. Speichern wir hier mal ganz kurz.